Ja, meine lieben Brosmos, sind Sie willkommen zu einer Live-Reaction von Fire Emblem Heroes. Ein weiterer Fate-Channel haut Intelligence System rein. Ist es zu fassen? Und das kurz vor meinem Geburtstag noch. So ein frühes Geburtstagsgeschenk, kann man so gesehen sagen, von Intelligence System. Da bin ich mal gespannt. Ja, haben die nicht vor kurzem einen rausgehauen? Ich kann mich ganz genau erinnern, die haben vor kurzem einen Fate-Channel rausgehauen. Und jetzt nochmal, oder wie? Okay. Nun, anscheinend ist das aber kein April-Scherz, weil das ist halt 2. April, ne? Der Fate-Channel. Und ja, dann lass mal schauen, was die jetzt zu zeigen haben. Warum die das nicht schon ja, beim letzten Fate-Channel gezeigt haben, frag mich nicht. Keine Ahnung, ist halt so. Aber ich meine, gut. Warum nicht? Dann lass mal schauen, was sie zu bieten haben. Fate-Channel, okay. Dann, ja, ich würde sagen, ich habe auch nicht viel zu sagen. Deswegen fangen wir an in 3, 2, 1 und let's go! Okay, jetzt angeschaltet. Ah, guck mal, jetzt eigentlich mal nicht in 8-Bit, ne? Never mind, okay, was ist das denn? Alter! Was? Was war das denn? Ey, okay. Was geht? Erstmal 8-Bit-Fay. Oh Mann. Okay. Ja, so sieht man sich wieder. Aber warte. Mentor and best friend in the world, Chief Phoenix, for covering for me. Aha. Warte mal, Faye, du hörst dich irgendwie anders an, aber okay. Aha. Okay, alles klar, Faye hört sich anders an. Okay. Nun, okay, alles klar, Faye. Du hörst sie wirklich anders an. Das ist voll komisch. Faye hat eine neue Stimme, okay. Naja. Wenn es so sein muss. Dann lass mal sehen. Ich sehe schon 30 Update und noch was irgendwie. Okay, Fade Channel, yeah. Yeah, let's go. Aha. Okay, lass es mal sehen. 30, ja. Ey, 1990, let's go. Ey, zeigen die Shadow Dragon das allererste Fire Emblem Game? Yeah, ist ja vor 30 Jahren. Let's go. Ja, genau. Ah, oh, das ist der komplette Titel, genau. Alter, voll cool. Mensch, ey. Ich habe nur den ersten Chapter habe ich da gespielt. Also das erste Kapitel habe ich davon mal gespielt. Alter, shit. Richtig krass. War natürlich damals alles auf Japanisch. Oh, Mann. Ja. Ja, what? Free 5-Star Hero Fire Emblem Leads? Seht ihr das? Direkt? Ja, das ist natürlich das Riesen-Highlight. Ey, let's go! Free 5-Star Hero! Das ist ja voll geil. Bin mal gespannt, ob wir einen aussuchen können oder nicht. Okay. Oh, guck mal, okay. Okay. Heroes from 12 games in the Fire Emblem series will be making their return to the battlefield. Hey, each Grand Hero okay. Battle Revival will be available for a span of 2 days. So this series of battles okay, alles klar, kann man gegen die wieder kämpfen. Richtig cool. Also Grand Hero Battle, okay, richtig praktisch, voll geil. Voll cool, Alter. Zeigen wir jetzt erstmal 30-jähriges Jubiläum. Ja. Okay. Ja, nice. Richtig cool, kriegt man einfach mal wieder Orbs, voll cool, nice, gefällt mir sehr, nice, echt cool, kriegst einfach mehr Orbs, voll krass. Mhm. Genau. Genau. Ey, Fate, also, boah, Alter, 26 Orbs, holy shit. Aber Faye's Stimme hört sich voll komisch anders an, irgendwie. Aber okay, vielleicht ist es nur ich so. Okay, Free 5-Star Hero, let's see. Oh, let's go! Ich sehe sofort Sigurd, richtig praktisch. Also für mich wird es sehr... Oh, 5-Star Warbin. Alter, oh, okay. Aha. Damn, Female Beides und Tsubasa habe ich noch nicht. Das wäre praktisch, wenn ich die hätte. Okay. Das ist ja cool, alles klar. Richtig geil. Let's go. Okay. Okay, alles klar. Oh, guck mal, das Original. Original Martin Shida. Okay. Alter, ist ja voll krass. Richtig cool. Was geht hier? Was zum?
What? Hä? Mars und Sheila als Kinder? Was geht hier? Ey, ist ja voll geil. Okay, hat man erstmal die Kostüme vom Original. Okay. Ja, das ist ja voll cool. Was geht? Kriegen wir einen weiteren Mars Art? Was geht? Ist ja voll geil. Ist ja voll cool. Weißt du, kriegen wir Original Mars und Sheila, weißt du? Und das noch dazu, als die Kinder waren. Ist ja voll geil. Oder jedenfalls, als sie noch sehr jung waren. Okay, ist ja voll cool. Ey, das war voll geil. Das war echt cool. Kostenlosen 5-Sterne-Helden, weißt du? Und dann noch sowas. Ist ja voll geil. Okay, dann lass mal sehen, was sie noch zu bieten haben. Bin eigentlich schon jetzt zufrieden. Okay. Aha. Okay. Limited Hero Battles, okay. Aha, okay. Okay. Your deployment options will be restricted this time around. What? Okay. For example, you might only be jetzt kann man nur das spielen, wenn du die richtigen Charaktere hast von dem einen Fire Emblem Game dann. Ist ja voll fies. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Ist so eine Sache, weil es hängt davon ab, ob du diese Charaktere alle als 5 Sterne hältst. Völlig ausgelevelt schon hast du da nicht. Okay. Ja, Federn sind so okay, alles klar. Und 220 ist okay. To make limited hero battles a little easier to prepare for, the edit team screen will be updated to include a filter that lets you find your heroes who meet the battles criteria. Okay. Ein Update zu den Hero Filters, okay. Oh, okay, jetzt haben wir das dort. Sonst mussten wir mal auf Sword gehen. Okay. Oh, okay. Alter. Okay. Okay. Oh, das ist ja praktisch. Du kannst einfach den Heldennamen eintragen und dann erkennt er sofort halt den Helden. Das ist ja praktisch. Okay. Was zum? Okay. Each of these faces represents a game in the Fire Emblem series. Oh, wie cool! Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, wie viele Fire Emblem Games es gibt. Also minus Fire Emblem Heroes, das ist ja nur eine Celebration, so ein Spin-off. Weißt du? Aber könnt ihr mitsehen, wenn ihr wollt. Und Tsubaki? Nicht Tsubaki, Itsuki meine ich. So. Okay. Okay, Heroes, Thracia und was war das? Gaiden, ne? Haben die gesucht, okay. Effie. Okay. Okay. Alles klar. Lass mal mal sehen. Hey! It's Ferdinand von Eyre. Was geht? Who knew we had so much in common? Summoners, be sure to make use of this feature when you take on limited hero battles. Ich habe übrigens auch Ferdinand bekommen, richtig cool. Mein Lieblingscharakter von 3 Hours habe ich dabei, richtig krass. Was? Lost Lore Spoils? Was ist das denn? Ja, okay, das kennen wir alle. Okay. Now, don't go squawking to everyone else. But it seems the Order of Heroes budget is stretched a little thin these days. Oh, really? Okay. Wirklich? Heroes start earning their keep. Aha. In addition to standard rewards for scouting, okay. You can also earn special rewards based on the total number of lines your heroes okay. Recover. Alles klar. Wow, Divine Codes. Ja, Divine Codes. Wir haben ja aktuell Lost Lore, findet ja aktuell statt. Da kriegen wir ja schon Divine Codes, das ist ja nichts Neues. You can earn up to 120 of them. Oh, okay. Nun, das ist ja nützlich, gell? Damn, 50? Das ist nützlich. Okay. Seven Ops ist auch immer cool. Oh, okay, erst ganz am Ende. Okay, alles klar. Mhm. Okay. The level of your offensive fortress structure is raised when you attack in low AR tiers. This level will be raised even further, as shown here. Damn, tier 17, holy shit. Path quests, this will give you a nice boost. Okay, alles klar. Interessant. Okay. Oh, rarity changes. Okay. Some heroes who have a 4-star and 5-star rarity in the past will instead appear as 3-star and 4-star heroes.
Ah, okay. Also das sind ja die Helden. Okay. Okay, das ist nützlich. Da bin ich froh. Da wird man nicht pity broken, weißt du? Kriegst du irgendeinen 5-Sterne-Held, den du nicht gewollt hast, aber trotzdem bekommen hast. Das ist nützlich, okay. Ist ein bisschen gefixt. This update has a little something for everyone. Yeah. Battle-hardened veterans can test their might in limited hero battles. Mm-hmm. While those newer to Fire Emblem heroes can enjoy the fun of seeing what their heroes find in lost lore spoils. Ja, das ist voll cool. Alter, was geht? April geht voll ab. Richtig cool. Okay. Announcing a new feature for new heroes summoning events. Hey, okay, alles klar. Neue Helden, eine Änderung zu neuen Helden, okay, wenn man die herbei heraufbeschwört. Hier auch immer, mal gucken. Okay. Hm. Und? Oh! Okay, alles klar. Hatten wir schon lange nicht von Fates, ne? Oh, what? Winker? Okay, alles klar. Von Fates? Na, sieh mal einen an, wer hätte das gedacht? Okay, alles klar. What? Lilith? Ist ja voll krass. Yo, die war nicht mal spielbar, weißt du? In Fates? Ist ja voll geil, okay. Oh, Midori! Ist ja voll cool. Kaz ist doch Tochter, ist ja voll krass. Ist ja voll geil. Oh, VS! Leos Sohn. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber okay. Ist ja voll geil, okay. Was geht? Ja, ich werde auf jeden Fall für Lilith. Richtig cool. Ist ja voll geil. Okay. Ist ja voll geil, okay. Das war eine coole Überraschung. Okay. Mhm. Okay, ja, sehe ich auch. Zero Out of 40? Was zum... New features? Okay, let's see. After you 40 someone event, choose a free. It's a new feature that allows you to What? Yo! Nachdem du zum 40. Mal heraufbeschwört hast, dann kannst du einen Helden, der halt fokussiert ist, bekommen. Ist ja voll geil. Okay. Ja, ist ja voll praktisch, okay. Ist ja voll geil. Okay. Ja, da kriegst du jetzt die Share. Guck mal, Free 5-Star Hero. After 40 Summons. Ist ja voll geil. Oh, voll, das ist 4 Sterne, okay. Dann muss ich auf jeden Fall nicht sie dann zu holen, aber okay. Okay. Okay, okay, interessant. Ist ja voll geil. Okay. Yo, no way, das ist ja voll geil. Let's go. Ist ja voll geil. Let's go. Das ist ja das Beste, was ich je gesehen habe. Free 5-Star Hero. Ist ja voll geil. Yo, let's go. Holy shit, das ist ja das Beste. Ist ja voll geil. Bestes Geburtstagsgeschenk ever, Alter. Was geht? Ist ja voll geil. Let's go. No way. Kannst du denn einfach mal... kostenlos, also was heißt kostenlos, nach 40 Summon, weißt du, kriegst halt ein 5 Sterne. Ist ja voll geil. Also dann kriegst du auf jeden Fall garantiert ein 5 Sterne. Voll geil. Let's go. Good job, Intelligent System. Ich bin froh, dass ihr auf uns aufpasst. Als Fans, ist ja voll geil. Ist ja voll cool, das ist voll geil. Let's go. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ist ja voll geil. Yo, bestes Fade Direct ever, Alter. Ist ja voll geil. Das war voll geil! Let's go, Faye! Das war voll das coole Update! Yo, holy shit, Alter! Habt ihr gesehen? God damn! Yo! Das ist so cool, ey! Voll cool, Alter! Irgendwie mal! Weil sonst willst du unbedingt den Helden haben, aber kriegst du nie, weil halt, ne, reine Glückssache ist. Oh, die ist eingeschlafen, alles klar. Ist ja voll geil. Ich kann mich nicht beruhigen, das ist ja voll cool. Kriegst kostenlosen 5-Sterne-Held nach 40 Summon. Voll geil. Ah, okay, und ausgeschaltet. Wie? Nee, hä? Es läuft immer noch? Ah, nee, jetzt. Jetzt ist vorbei. Okay, alles klar.
Ja, meine lieben Browser-Modins. Das ist ja voll das geile Direct. Alter, ist ja voll geil. Yo, also ich weiß nicht, was ihr davon gehalten habt, aber ich fand's auf jeden Fall richtig cool. Bestes Geburtstagsgeschenk auf jeden Fall. Also, ne? Neben einem anderen Geschenk, das ich in dem meinen Geburtstagsspecial nochmal erwähnen werde. Ja, aber Alter, das ist ja voll geil. Richtig cool. Voll geil, Alter. Kostenlos, also nicht wirklich kostenlos, aber Free 5-Star Hero After 47. So cool. Richtig krasse Veränderung, Alter. Weil früher hast du halt, ne, hast du so einen Banner bekommen, wolltest du unbedingt den Helden bekommen, weißt du. Und dann hast du es einfach halt, kannst, keine Ahnung, hast du noch, weiß ich, 100 Mal Summoning Session durchgezogen, hast du nie den bekommen, weil es halt reine Glückssache ist, ne. Ist ja reines Glücksspiel, ne. Und dann denkst du, so eine Scheiße, weißt du. Und hier, jetzt nach 40 Sammeln, weißt du, ist ja voll geil. Yo, let's go. Dankeschön, Intelligent System. Das war, glaube ich, das beste Fate-Channel, das ich je erlebt habe. Ist ja voll geil. Yo, wir haben zum 30-jährigen Jubiläum von Fire Emblem, haben wir, ja, Mars und Shida in ihren Originalformen bekommen, also Originalkostüm. Richtig cool. Dann irgendwie kriegen wir noch mehr Orbs, weißt du, richtig krass. Kostenlosen Free 5-Star Hero, habt ihr gesehen da am Ende, richtig cool. Und, oh mein Gott. Und dann noch irgendwie ein Update zum Filtern oder sonst noch was. Na, das war voll geil. Auf jeden Fall, meine lieben Bros und Musins, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war voll das geile Fate-Channel. Ich glaube, das war, glaube ich, einer meiner Lieblings-Fate-Channels aller Zeiten. Richtig cool. Keine Ahnung, was mit Fate-Stimme los ist. Irgendwie, ja. Hatte sie sich ein bisschen anders angehört, aber vielleicht hab nur ich das bemerkt, was soll das? Ja, aber auf jeden Fall, bestes Fate-Channel aller Zeiten. Kannst du nicht glauben, was sie uns gezeigt haben, beziehungsweise was jetzt kommen wird für Fate. Ja, richtig cool, auf jeden Fall. Good job, Intelligent System. Bin froh, ein Fan zu sein von Fire Emblem. Richtig krass, unfassbar stolz. Ja, na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Musins. Ja, haut rein, stay awesome und bis zum nächsten Mal. Das war Relink. Ciao!